So. Jetzt sind wir in einer Confrontation One. Ich nehme die I-15 Biss und jetzt wollen wir sehen. Stalingrad. Ich nehme am meisten noch ein paar Bomben mit, falls es irgendwie nichts zu tun gibt. Starte von der mittleren Station. Und ich gucke mal kurz an, wie die das aussieht. Naja, nicht besonders besonders voll, eine Menge einfache Doppeldecker, und das heißt, damit müsste ich eigentlich ganz gut aussehen. Und mal gucken. So, die I-15 Biss ist für ihren Level irgendwie ein ganz hervorragender kleiner Flieger. Doppeldecker. Und das Ding fliegt irgendwie hervorragend. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir machen können. Heben wir mal ab. Es ist mapmäßig wird nichts angegriffen. Ich fliege einfach mal zu deren Base rüber und bombardiere sie. Und wenn ich auf dem Weg dahin was finde, dann gucken wir mal. Offensichtlich ist der Kampf bei ihrer bei ihrer Landebahn davon, bei B3. Da werde ich auf jeden Fall hinfliegen, nachdem ich die Bomben losgeworden bin. Und mal gucken, was wir da anstellen können. Wie ihr seht, habe ich meine Einstellung beibehalten, dass auf der linken Seite die Einstellung von meinem Joystick ist. Wie ich gerade lenke, was ich gerade tue, das könnt ihr dort sehen. Oh, also Höhenruder, Querruder und sogar Gashebel wird irgendwie angezeigt hier. Das heißt, ihr könnt sehen, was ich mache. Eben gerade ist einer von unseren Leuten abgeschossen worden von der Aircraft-Kanone am Flughafen. Also er hat sich zu einem dichteren Flughafen gewagt. Ist geknallt worden. Vielleicht ist es einer der guten Piloten, das weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Aber wenn ich irgendwie mich umgucke, irgendwie, dann sehe ich irgendwie mal, ob ich irgendwie jemanden aus Versehen an der 6 habe. Was nicht der Fall ist. Das hier ist momentan das, was da ist. Zwei Leute, die denselben Namen haben. Fliegen offensichtlich Bomber, sind gestorben. Naja, geht so. Auf unserer Seite. Ah ja, da kommt jetzt Anti-Aircraft. Das ist klar, weil das hier unten die Stadt ist. Da sieht man sie. Dann die Targets, die kann man sich übrigens auch holen. Da kann man sich irgendwie runtergehen und versuchen, irgendwie die Anti-Aircraft-Guns abzuschießen. Ich kann auch irgendwie runtergehen und ein bisschen dichter am Boden fliegen. Dann erwischen wir nicht so viele von denen. Das mache ich jetzt mal. Eine ganz kluge Idee. Wie ihr seht, irgendwie hört das Feuer sofort auf, wenn ich ein bisschen tiefer gehe. Und jetzt nehme ich Gas, ich gebe mal ein bisschen mehr Feuer. Einer unserer Gegner hat seine
Heinkel 100, was an der Heinkel 150 versenkt. Also wir haben hier wirklich andere Anfängerlevel. Irgendjemand hat die Basis, die feindliche Basis bombardiert. Das ist hier Simulationsmodus, das heißt, wir sehen überhaupt keine Hilfen, außer auf der Map. Was definitiv etwas leichter die Sache macht als vielleicht irgendwie Battle of Stalingrad. Ah, das ist wieder ein Triple A. Ich dachte eben schon, da wäre plötzlich ein Flugzeug. Mal schön irgendwie drauf achten, ob irgendjemand auftaucht irgendwo. Ich könnte auch auf Weitwinkel gehen, also praktisch weiter rauszoomen, aber die Erfahrung ist, dass man dann die Flugzeuge zu spät sieht. Deswegen habe ich irgendwie. Ich habe einen Button fürs Rauszoomen und Reinzoomen. Ich weiß nicht, ob das dargestellt wird auf dem. Oh, das war Triple A, da hat mich einer erwischt. Ich gehe mal wieder weiter runter. LH. Das ist jetzt schwer. Der lässt sich sofort schwer fliegen. Das ist nicht gut. Ich komme nicht nach rechts rüber. Drecksding. Ja, das ist ein kurzer Ausflug. Das heißt, ich werde sofort zurückfliegen müssen, weil das Ding sich kaum lenken lässt. Ich bin auch am Qualm. Das heißt, ich habe was abgekriegt. Ich werfe nur die fucking Bomben ab und dann werde ich vielleicht ein bisschen leichter und komme wieder zurück. Und im Tiefflug zurückzukommen, das kann ich mir schon fast sparen. Also wahrscheinlich hat es mir irgendwas irgendwie im Heckleitwerk gekillt oder sowas. Da ist eine freundliche I-15. Das ist wahrscheinlich die da gerade Bomben drauf abgeschossen hat. Und da kommt irgendwas. Deutscher kommt hinterher. Na toll. Ich bin im Prinzip hilflos, aber er kümmert sich nicht um mich, das finde ich sehr angenehm. Und ich kann momentan nur noch mit dem Seitenruder lenken, das ist wirklich eklig. Und ich wundere mich, ob ich irgendwie lebend zurückkomme zur Basis mit dieser Maschine. Wahrscheinlich nicht. Da kommt wieder einer von vorne. Der kümmert sich jetzt aber ganz bestimmt um mich. Verdammt, die Bomben raus. Es wird irgendwie kein Luftkampf, ich kann keinen Luftkampf mehr machen. So wie ich aussehe. Das ist irgendwie eine feindliche Basis. Bomben raus. Und jetzt fliegen wir mal zurück. Und sehen mal zu, dass wir irgendwie vielleicht. Hat er mich nicht gesehen? Das kann durchaus sein. Glaube ich aber nicht. Schwarzen Streifen, den ich hinter mir herziehe, bin ich kaum zu übersehen. Und ich bin wirklich. Ich weiß nicht, ihr seht ja irgendwie. Ihr seht meine. Meine Steuerung irgendwie reagiert, wie schwer ich am Kämpfen bin gegen die Maschine. Ich kann sie kaum in der Luft halten. Also an Luftkampf ist momentan nicht zu denken. Ich gebe momentan Web. Also. War Emergency Power, also ich überheize den Motor. Fliegt doch hoffentlich in die richtige Richtung, ja. Wahrscheinlich ist die untere Basis, ist wahrscheinlich die beste zu erreichen von mir aus jetzt hier. Das könnte alles knapp werden, mal sehen. Also am besten kann ich momentan mit dem Seitenleitwerk lenken. Zum Glück haben wir hier keine. Die fliegen zu hoch. Deswegen sehen die mich nicht. Die fliegen zu hoch. Ich fliege mal ein bisschen tiefer noch. Weil man nur ungefähr, also als Empfänger vielleicht 700 Meter nach unten gucken kann. Als Fortgeschrittener vielleicht 900 Meter. Ich gebe ihm mal ein bisschen weniger Hitze. Das ist unangenehm, was hier gerade passiert. Das ist irgendwie. Das ist wie beim Schach. In der Mitte der Karte ist am meisten Krach. Und am Rand der Karte ist meistens relativ ruhig. Und das werde ich jetzt versuchen zu erreichen. Wie ihr seht, ist außerdem hier die deutsche Luftverteidigung geringer. Ich hätte hier rüber rausfliegen sollen. Dann hätte mich die. Die Flak nicht so zugerichtet. Das ist schon echt ärgerlich. Damit habe ich sozusagen meine erste Sortie ein bisschen vergleicht. Und vorne seht ihr, dass mein Öl leckt. Mein Motor ist bereits ein bisschen am Kochen dort. Okay,
ich das schaffe. Das ist noch ein weiter Weg nach Hause. Ich weiß nicht, ob die sowas haben wie It's a Long Way to Tipperary, aber ich sing's jetzt gerade mal nicht. Aber ich werde es vielleicht irgendwie nachher noch einspielen, irgendwie im Video, wenn ich das schneide. Das ist vielleicht irgendwie, die Russen haben sicherlich ein anderes Lied, aber ich kenne mich mit russischen Liedern nicht aus. Naja, alliiert ist alliiert. Brauche ich jetzt nicht mehr? Das wäre toll. Naja, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wahrscheinlichkeit, dass mich hier unten irgendwie jemand erwischt, ist jetzt irgendwie deutlich geringer geworden. Ich habe ja fast sowas wie Hoffnung, dass ich das schaffen könnte. Motor nur gelb, noch nicht mehr orange. Das wäre großartig. So, und das soll mir eine Lehre sein für die Zukunft, um nicht direkt über Stalingrad zu fliegen. Ich habe diesen Fehler auch schon häufiger gemacht. Also lernt aus meiner Erfahrung, nicht über Stalingrad fliegen. Da ist so viel fucking AAA, dass ihr keine Feinde mehr braucht. Ihr seid nicht fähig, irgendwo zu kämpfen, wenn ihr darüber geflogen seid, wie ihr seht. So, ich orientiere mich hier immer wieder nach der Karte. Ich habe den hier am Joystick auf einem Button. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Man sieht den Schaden von meinem Flugzeug nicht, weil der Joystick da drüber steht. Das werde ich gleich nochmal ändern, sobald ich gelandet bin. Dann verschiebe ich das gleich nochmal ein bisschen und damit ihr das zukünftig sehen könnt. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. So, mal sehen. Aber ob ich das Ding fertig bringe, in diesem Zustand, das Ding zu landen, das ist auch so eine Frage. Da rede ich mit mir selbst. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das schaffen sollte, dann kriege ich bestimmt einen Helden der Silberne Sowjetunion. Und das ist nicht kaputt, das ist sowjetisch. Und der Mechaniker wird sagen, wieso? Es sah genauso aus, als sie als wir das Ding übergeben haben. Da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Guckt das an. Das sieht aus wie neu. Kein einziges Loch im Flügel. Seht ihr? Alles super. Dass es knallgelb ist und sich momentan fliegt wie... irgendwo da vorne ist die Landebahn, die ich vielleicht... Also irgendwelche krassen Manöver sollte ich mir irgendwie echt verkneifen. Die kippt einfach nur nach links ab. Ich kann das Ding auch... Kann ich das Ding irgendwie in irgendeiner Weise trimmen? Nee, keine Trimmung. Kann ich irgendwie Seiten... Nein, natürlich auch nicht. Da muss ich jetzt mit leben. Also ich kämpfe jetzt irgendwie gerade gegen die Steuerung wie ein Blöder. Also nach rechts kann ich im Prinzip nicht rüber lenken. Es geht nur mit Seitenruder. Ich muss mit Seitenruder fast allein auf sich landen. Das wird ein Abenteuer. Und da vorne ist die Landebahn. Versuchen wir mal ein bisschen ganz... ich bin so derbe. Derbe am Linken hier. Das muss meine... Ja, hier, meine... Da, meine Ailerons ist zerlegt. Da, seht ihr? Ich bewege die und die bewegen sich nicht mit. Also die haben mir meine Querruder zerschossen. Und deswegen darf ich mich gar nicht weiter in die... Also ich bin jetzt momentan so stabil wie eine V1 im Anflug auf London. Wenn man ein bisschen am Flügel kippt, dann bin ich weg. Außerdem hat es offensichtlich irgendwas hinten zerlegt. Ich weiß nicht was. Ich will jetzt mich nicht so lange umgucken. Das ist jetzt ziemlich stressig. Also es sieht nicht so aus, als wenn es stressig wäre, ist es aber stressig. Und ob ich das Ding sauber runterkriege. Ich habe eine Geschwindigkeit von 300? Oh mein Gott. Also wenn ich mit mehr als 200 lande, dann ist es schlecht. Also 130 ist okay. Aber ich traue mich nicht so viel wegzunehmen, weil ich verliere die Kontrolle über das Ding. Ein bisschen rechts rüber, aber nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Und runter, 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 runter. Das war knapp. Und
Ja, das gibt jetzt keine gute Landung. Ich glaube nicht. Aber ich versuche einfach das Ding irgendwie runterzubringen. Ich mache mal eine Bremsung und ich versuche jetzt mal ein Fliegerdenkmal zu vermeiden. Bremsen funktionieren noch anscheinend. Ah, da sind die Zelte. Ah. Quergestellt. Ja, so geht das. Ja, also so macht man das. Okay, das war schon mal. Das war schon mal nicht schlecht. Das war schon mal nicht schlecht. Ja, das ist Treibstoff. Das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Sehr schön. Ja. Dass der Motor dann auch ausgegangen ist, das heißt, das war wirklich auf den letzten. Ja. Das war auf den letzten Meter sozusagen. Das war kaum zu schaffen. Ein Wunder, dass ich das geschafft habe. Jetzt fliegt sie sich auch gleich viel besser. So, mal gucken. Ah, jetzt habe ich wieder die Bomben unten drunter. Naja, okay. Ja, mal gucken. Naja, da haben wir Ground Targets. Und nachdem wir irgendwie einmal die Bomben auf die Base geschmissen haben, eigentlich müssen wir sie wieder auf die Base schmeißen, weil Ground Targets sind eine andere Sache. Das werden wir gleich mal versuchen. Also ich habe, da sind genug Gegner irgendwie, die da sind, und aber ich werde auf jeden Fall jetzt nicht mehr über Stalingrad fliegen, sondern ich fliege jetzt gleich von unten raus und guck mal, was ich da machen kann. Die fliegen relativ hoch, ich bleibe jetzt mal einfach niedrig. Das ist der energiemäßig nicht so schlau, weil irgendwie man hat sehr viel mehr Kampfmöglichkeiten oberhalb, aber hier in Stalingrad ist es so, dass man, sobald man ein bisschen Höhe pumpt, fängt man an, eine Kondensstreifen hinter sich herzuziehen, und das geht schon sehr, sehr schnell. Also hier noch nicht, wie ihr seht, das ist hier noch alles clean. Also wenn man so tief fliegt, wird man nicht gesehen, und solange man im Stealth-Modus sozusagen arbeitet, wie ich jetzt, geht das auch alles. So, jetzt wollen wir mal gucken. Aber da werden bei den Ground Targets garantiert Leute sein, die kämpfen. Sag mal, warum habe ich hier eigentlich. Warum drücke ich eigentlich die ganze Zeit den Joystick? Der ist doch eigentlich. Ja, ist eigentlich ganz gut tariert. Ich habe den jetzt nicht korrigiert. Das wollte ich eigentlich machen. Naja. Of the Hun in the Sun. Naja, da kommt aber heute wahrscheinlich keiner her. Habe ich tatsächlich gehabt in höheren Games, also wenn man irgendwie die Dreier-Confrontation spielt oder sowas, dann greifen die Leute gegen das Licht an, und das wird dann auch entsprechend schwierig. Wir haben, wie gesagt, hier eher niedrige wir haben eher niedrige Spieler. Da haben wir einen Abschuss. Guck mal, da ist einer reingekommen, der ist neu. Und der ist anscheinend nicht so schlecht. Der könnte gefährlich werden. Da muss man aufpassen. So. Jetzt so langsam kann ich anfangen, um die Ausschau zu halten nach feindlichen Fliegern. Aber da ist anscheinend nichts, zumindest bisher. Dieses Zielfernrohr ist ganz cool. Das sieht tatsächlich die Sachen sehr viel früher als normalerweise. Ich fliege auf 94%, wie ihr seht, weil es ist kalt, und der Motor wird schön gekühlt. Das ist ja ein gekühlter Motor. Das ist alles sehr angenehm. Das ist anders, wenn man in Tunesien fliegt oder so, wo das um die sengende Hitze ist, da überhitzen die sofort. Ich könnte theoretisch auch, glaube ich, auf Vollgas fliegen in Stalingrad im Winter. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Frage laut, kann ich irgendwie nebenbei mal den Joystick verschieben oder so? Fliegen und solche Sachen machen sind aber.
mal. Ich nehme mal ein bisschen weiter rüber hier. So, jetzt könnt ihr die Schadensanzeige sehen und der Joystick ist immer noch zu sehen. Und jetzt muss ich den. So, jetzt geht das. Und ich habe sogar noch nicht mal die. Die Frage lautet, wird das jetzt irgendwie alles richtig aufgezeichnet? Ja, das ist falsch ausgezeichnet. Ne, das wird glaube ich richtig aufgezeichnet. Ja, alles gut. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, schon wieder. Wie immer umgucken. Kein Schweif. Das ist das Schöne an Stalingrad. Man kann praktisch die Leute mit Energie, kann man gut sehen. Und immer schön hören, ob da irgendjemand kommt. Aber es scheint keiner da zu sein. Man hat normalerweise, wenn man Doppeldecker fliegt, genug Zeit zu reagieren. Wir wollen aber nicht zum Schlachtfeld, das sind garantiert Leute. Wir haben gute Leute auf unserer Seite, die andere Seite wird irgendwie offensichtlich eingestampft zurzeit. Das heißt, dass normalerweise da ist das Schlachtfeld irgendwo, ne? Ja, da vorne. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Weiß ich nicht. Damit man die Flugzeuge besser sieht, kann man irgendwie eine Sache machen. Was war das? Nicht meine Base, ne? Ah, nein. Ja, die Staffel ist vorbei. Okay. Und jetzt haben wir gewonnen. Die ganze. Das heißt, da werden gleich Leute zurückkommen. Ich fange an, eine Schleppe hinter mir jetzt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und deswegen gehen wir mal wieder runter. Weil noch haben wir die scheiß Bomben an Bord. Und die will ich, da ist auch schon. Fuck. Die Bomben. Ja, immer wie man sieht, irgendwie, ich habe die. Ah, gehen wir den mal. Warum? Ich habe genug Zeit, um zu reagieren. Ich habe die Einstellung so gemacht, das zeige ich nachher nochmal. Keiner sieht mich. Alles gut. Kein Schweif. Keiner von der 6. Da gehen wir gleich hin und da gucken wir, ob wir irgendwie einen Abschuss kriegen. Aber erstmal werden wir die verdammten Bomben los, weil ein Teil davon ist ja hier, dass man. Da kommt auch noch einer. Der sieht mich natürlich nicht. Einer der Tricks, die man hier machen kann, ist die Schärfe einzustellen. Und wenn man das macht, die Schärfe hochstellt auf dem Ding, dann. Warum? Nein. Der ignoriert mich. Sehr schön. Gleich ignoriert er mich nicht mehr, aber gleich bombe ich dieses kleine Basechen dort. Ja, fliegt okay weg und ich glaube, das ist auch einer von uns, weil er fliegt ziemlich straight zu einer unserer Basen. Und ich habe keinen anderen 6. Und da vorne ist die Basis. Man sieht sie. Ich fliege sie irgendwie immer so ein bisschen schräg an, sodass ich sie gut sehen kann. Ich bremse auch nicht ab oder sowas. Auch schon mal gucken, ob alles klar ist. So, da schmeißt man nochmal eine Bombe drauf. Damit man dieses Spiel gewinnen kann, sorgt man immer dafür, dass man so ein bisschen was tut für die Mission. Und das war eben wieder ein schöner Treffer mit rein. So. Jetzt gucken wir uns mal den an, den Spaßvogel oben an, was das für einer ist. Das sieht aus wie ein Deutscher. Das ist ein Deutscher. Denn irgendwie alle anderen fangen irgendwie an aufzuleuchten. Hat er mich nicht gesehen? Was ist das denn für einer?
Ich hätte länger warten sollen, bis ich irgendwie dichter an ihm dran bin. Das ist mühselig, sowas. Aber ich habe genug Munition dabei, also was soll's. Mal gucken. Ups, da ist er weg. War es ein Abschuss für mich? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das ein Manöverkill, würde ich sagen. Erstaunlich. Ha. Panik. So was passiert. Nein, er ist, ja, das ist jetzt in der Nähe vom Flugplatz. Ich glaube, ich mache mich, hier mal weg. Nee, da ist eine Flak irgendwo. Gut, das war schon mal mein erster Kill, aber ich weiß nicht, ob der angerechnet wird. Erstmal muss ich ein bisschen auf normal, damit wir diese Ultraweitsicht mal mitmachen. Oh, guck mal kurz auf den Score. Das ist, sollte ich mir mal irgendwo auf einen Button legen, der ein bisschen besser da ist. Nö! Nö! Der hat sich einfach umgebracht. Verdammt. Das wäre so schön gewesen, wenn ich ihn getroffen hätte. Ah! Fucking Flak. Ah, da, von wegen Flak. Das ist keine Flak. Das ist Tacker. Tacker. Zweite Manöverkill. Wieso das? Wie hat er das gemacht? Naja. Sowas passiert halt. Ich hasse das. Seht ihr, so werde ich um meine Kills gebracht. Meine wohlverdienten Kills. Wie viel Sprit habe ich eigentlich dabei? Habe ich 5 hier eingepackt? Ah, eine halbe Stunde. Okay, das reicht. Und jetzt wollen wir mal sehen. Also hier ist anscheinend... Ist hier noch was? Sag mir, dass hier noch was ist. Okay. Und ich ziehe links hinterher. Das mag ich jetzt gar nicht. Nee, da ist ein zweiter. Da ist einer an meiner Six. Was ist denn das für einer? Spaßvogel. Ah, ich hasse das. Da ist er. Das war das Ding, das auf mich geschossen hat. Das gibt's doch nicht, der hat mich verloren. Wie gesagt, dieses Zielrohr hat irgendwie seine Vorteile. Man braucht nämlich nicht rauszuziehen oder reinzudingsen. Das geht irgendwie alles sehr schön. Und jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir nicht aus Versehen in deren Basis reinfliegen oder so ein Mist. Und das sieht aus wie... Das ist auf jeden Fall ein Deutscher. Würde ich sagen. Das sieht so aus. Das ist der Schlüpper, oder? Nee. Auf jeden Fall 2. Das ist ein Deutscher, oder? Low Six nennt sich das. Jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt nicht da voll rein. Das sollte ich eigentlich mal verhindern. Vollgas. Ich bin zu weit weg. Also jetzt zu schießen wäre eine Möglichkeit. Also dann mache ich ihn auf mich aufmerksam. Ich krieg ihn aber nicht, oder? Ist das ein Deutscher oder ist das ein Russer? Das sieht aus wie... Ich glaube, das ist ein Deutscher.
das ist ein Deutscher. Ja, und zwar wie? Das ist ein Messerschmied. Oder sowas. Und da war eine Stuka. Scheiße. Naja, die Stuka ist schneller. Die Messerschmied natürlich auch. Ist das der Flugplatz? Jo, das wollen wir mal sein lassen. Ja, das ist die Stuka. Das wollen wir, aber hier wollen wir nicht kämpfen. Sorry. Ich muss mich irgendwie wohl ein bisschen jagen. Naja, jag mich mal. Du kannst mich jagen. Weil du schneller bist eigentlich als ich. Jedenfalls gebe ich dir die Chance, mich zu jagen. Aber ich werde nicht zum Flughafen fliegen. So, schön irgendwie ein bisschen weg. Und jetzt mal sehen. Was ist denn der Kleine? Das ist ein Freund. Und irgendwo ist hier die Stuka. Die ist eigentlich meine, aber ich... kann ich alles haben. Und schmeiße gerne eine Stuka. Die soll wiederkommen. Oh, habt ihr es eben gehört? Oh, das war ein Blitz. Wieso war das ein Blitz? Was war das für ein Blitz? War gar nicht im Ernst, oder? Ja, das kann natürlich passieren, dass die Leute hier anfangen, auf Friendlies zu ballern oder so. Ah, da haben wir einen neuen Auftrag. 15 Minuten noch. Und jetzt habe ich... Ah, ich bin so warm mit dem Motor. Das ist jetzt irgendwie... Es nützt gar nichts irgendwie. Ich müsste richtig tief gehen dafür, um es zu verhindern, oder? Mal gucken. Naja, hier unten kann es... Hier unten bin ich irgendwie unsichtbar. Ich muss wirklich im Boden in die Nähe fliegen. Ansonsten muss ich irgendwie runter mit der Temperatur. So, da sind gleich Ground Targets. Gucken wir mal einfach, dass wir ein paar Ground Targets mitnehmen. Aber bisher hatten wir ja nicht besonders viel Glück. So, dafür gehe ich jetzt mal auf die Map und fange an, die Map mal ein bisschen zu vergrößern. Das ist irgendwie mit einem Mausrad kann man das machen. Das hat sich irgendwie als sehr guter Tipp erwiesen. Damit kann man irgendwie besser sehen, wo die... Ah, das ist unsere Freund, das ist die 15, die andere. Ja. Will irgendwie spielen. So. Das macht mich natürlich ein bisschen nervös, weil ich irgendwie immer nicht weiß, ob das vielleicht ein Freund oder ein Feind ist. Die Stuka, die kommt sicherlich wieder. So, da vorne sind die Targets. Oh, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir einen finden. Manchmal muss ich erstmal einen Vorbeiflug haben. Das sind dummerweise hier alles diese Pillboxes, die man nicht so mit der kleinen MG, die ich habe, kaputt schießen kann. Und deswegen gehe ich in den hinteren Bereich und da sind meistens die Haubitzen. Schau da, ob ich da irgendwo eine Haubitze finde. Ich glaube, ich habe eben eine gesehen, aber ich weiß nicht. Nee, sieht nicht so aus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen runter mit der Speed. Ich bin auf jeden Fall vom Schlachtfeld runter. Dreh zurück. Da ist Schnee. Ja. In unser Bereich kommen. Das gibt negative negativen Score, wenn ich eigene Leute verballer. Und hier sind aber wahnsinnig viele von den Feinden. Und da sind bestimmt Hobbitsen dabei. Da gehe ich jetzt ein bisschen tiefer. Schauen wir das einmal genau an. Dass ihr einfach mal seht, wie man so Ground Targets kaputt macht. Wie gesagt, diese Pillboxen sind nichts für... Ah, da oben ist... Nee. Okay. Ein bisschen nervös wegen der Stuka. Die hat nämlich ganz hübsch Firepower nach vorne. Und das ist an sich der Maschine, die ich jetzt hier fliege, ein deutlich überlegenes Flugzeug.
Das ist ein Flugzeug gewesen, das sogar gebaut wurde, um mit Doppeldeckern fertig zu werden. Und das haben die hervorragend gemacht. Oh, guck mal da vorne. Das sieht doch aus wie... Ich bin ein Target. Ganz klarer Fall. So, dann wollen wir mal gucken. Motorleistung weg. Ranzoomen. Aber nicht zu weit. Was nicht geht, weil das kein richtiges Target ist. Dreck. Da ist aber irgendwie etwas. Nee, auch nicht. Ich hasse das, wenn die Targets nicht vernünftig. Da ist ein. Da, in der Mitte, da hat was geschossen. Hahaha. Das ist auf jeden Fall ein Target. Motorleistung weg. Mal gucken, ob wir das nicht erwischen. Habt ihr es gesehen, wie das Ding geschossen hat? Das ist auf jeden Fall eine Stellung und die machen wir jetzt nochmal einen zweiten Anflug. Der erste hat es offensichtlich nicht gebracht. Oder ist das Ding explodiert? Nein, ist nicht explodiert. So, das ist jetzt zum Beispiel eine von den Sachen, die hervorragend sind, wenn man Headtracker fliegt. Man kann die Sachen super im Auge behalten. Und dieses Ding explodiert nicht. Wieso nicht? Treff's doch voll. Es ist kein Ground Target. Das ist irgendwas anderes. Aber es wird doch angezeigt. Das, ja. Dreck. Das muss gehen. Es ist gefährlich, was ich jetzt mache. Aber ich... Ich jetzt auch irgendwie. Oh, guck mal da, da ist ein Deutscher. Das ist nämlich weiße Ballerei. Ich sehe ihn aber nicht. Da ist er. Na, schau mal. Das ist auch nett. Guck mal da. Da ist er eben gewesen. Wo ist er? Von ihm, dass er hoch genug fliegt, dass ich ihn an der Linie erkenne. Oh, da bin ich nicht gesehen. Dreck, da ist er. Also mein Freund Chrissy irgendwie hasst das, die Doppeldecker zu fliegen, weil man nichts sieht. Und das kann ich verstehen. Ich mache auch irgendwie etwas, was ich eigentlich normalerweise nicht so gern mache. Ich arbeite mit Schub. Ich würde eigentlich lieber nach oben steigen, bloß dann, wenn ich das mache. Oh, ups. Sag nicht, dass das schon wieder ein Manöverkill war. Ich kotze gleich. Es ist ein Manöverkill! Mist! Mhm. 11 Minuten. Da kommt einer. Was war das denn? Rossi ist ein Deutscher, würde ich sagen. Oh. Ein Manöverkill? Definitiv ein weiterer Manöverkill. Jo. Manöverkills! Das war jetzt der dritte. Irgendwas ist da noch da? Ist doch eben irgendwas gewesen. Da fliegt irgendwas. Ne, das Flak, ne? Okay. Wieder 3 Kills, die mir nicht angerechnet werden. Ist egal. Das ist nicht irgendwie, dass ich das nicht gewohnt wäre.
Und ich bin in der Zwischenzeit bei 10 Minuten und ich finde, ich sollte langsam unverrichteter Dinge wieder zurückfliegen. Haben wir vielleicht noch irgendwo einfach fucking Ground Target, das ich irgendwo mitnehmen kann oder so. Das wäre das wäre wirklich entzückend. Und zwar irgendeine Ground Target, das nicht eine Pillbox ist, das ich nicht kaputt schießen kann. Oder nur mit Bomben bekämpfen kann. Da ist was. Da ist was gewesen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ob ich es wiederfinde, weiß ich nicht. So, da war eben was. Da war was. Da vorne. Da. Guck mal. Da. Na, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja ein kleines Geschenk zu meinem Abschied. Wenn ich jetzt endlich mal kein Manöver kriege, das ist eine Stuka. Und was machen wir mit der Stuka? Wir schießen sie ein bisschen an. Dann tauche ich nach unten ab. Fick dich. Die Stuka raucht. Und die nehme ich von unten. Wenn es irgendwie geht, weil irgendwie so ein Heckgunner ist mir doch unangenehm. Aber er riecht den Braten. Geht runter. Ich gehe weiter runter. Nee, es wird das unangenehm. Das machen wir nicht. Wo ist er denn hin? Drecksding. Ah, ich bin angeschlagen. Ich glaube, den, das lassen wir sein. Weil irgendwie. Ich glaube, dass ich genug. Ich habe einen gelben Motor und ich weiß, das ist jetzt lecker, den noch mitzunehmen. Aber ich glaube, das lassen wir. Six is free. Jo. Ich habe nur noch 8 Minuten und das ist mir, falls ich jetzt einen Spritleck habe, habe ich nicht, aber so, jetzt müssen wir erstmal zur Küste und rüber. Ich muss sowieso irgendwie einmal kurz die Map aufrufen, das ist ein bisschen größer machen, damit ich wieder weiß, was los ist. Dann fliegen wir zurück. Okay, 3 Manöverkills. Ja, Manöverkills nimmt man so mit, ne? Ich bin bloß nicht gezählt. Die Deutschen sind schon seltsamere Leute. Die bringen sich lieber selbst um, als von mir abgeschossen zu werden. Das ist schon wirklich... Ja, also, was hat die Stuka richtig gemacht? Die Stuka ist, das was immer Stuka fliegt, wenn sie irgendwie jemanden am Schwanz hat, der naseweiß ist und unter dem Heckgunner fliegt. Und ich kann ehrlich gesagt nicht viel anderes so machen. Ich bin in einem Doppeldecker. Die Doppeldecker sind im Großen und Ganzen langsamer als eine Stuka. Und selbst wenn ich Web gebe, schaffe ich das kaum, irgendwie mit der Stuka mitzuhalten. Das heißt, ich kann da irgendwie keine Sperenzchen machen und Energy Fighten oder sowas gegen eine Stuka. Das kann ich mit dem Doppeldecker abschminken. Das heißt, ich muss ihm hinterherfliegen, was eine Sache ist, die man, also die ich hasse zu tun. Also fliegt man tief und was macht der die Stuka? Die fliegt tiefer und drückt dann damit immer weiter runter, bis man irgendwie entweder den Boden küsst oder der Heckgunner einen erwischt. Und dann macht man das, was ich gemacht habe, nämlich abhauen. Ich hoffe, dass ich ihm genug Kugeln reingedrückt habe, dass er irgendeinen Schaden nimmt und vielleicht noch im Nachhinein abstürzt und mir wird das zugeschrieben. Glaube ich aber nicht. Ich gucke nochmal nach. Die Hoffnung stirbt, wie gesagt, immer zuletzt. Ja, also Alicia Wildfire hat ganz hübsch Punkte gemacht, keine Kills, wie üblich. Es gibt einen Doppeldecker, der eine 20mm Kanone drin hat, sogar zwei davon, aber das ist ein Premium-Fahrzeug. Und das kaufe ich mir nicht.
Außerdem ist das so hoch, dass es hier drin in der Einzelcomputation, ich glaube, gerade eben noch zugelassen wird oder so. Das ist aber bestimmt teuer. Das heißt, man muss ja, wenn man höhere Fahrzeuge fliegen will, muss man solche Prestige-Punkte da reinstecken. Okay, das ist nicht so schwer, Prestige-Punkte zu bekommen in der Einser. Wie ihr seht, die Luftkämpfe wären eigentlich leicht gewesen. Es ist ziemlich schwierig, in der Einser Abschüsse zu kriegen, weil die meisten Deutschen sich selbst umbringen, bevor sie irgendwie abgeschossen werden können. Und diese kleinen MGs, die man hier drauf hat, die machen nicht so richtig viel kritischen Schaden. So, ich bin wie gesagt gelb und ich wollte jetzt, der Stuka kann nicht die Genugtuung geben, dass er mich gekillt hat, weil ich ja noch lange nach Hause fliegen muss und der ist direkt vor Ort dort. Das wird sich vielleicht ändern, wenn diese Kampfdinger ein bisschen weiter zu uns kommen, aber das wird wohl nicht passieren. Wie das aussieht, sind wir in der Offensive. Ja, da ist mein Flughafen. Kommt dann irgendwie, glaube ich, auch in Sicht. Wo ist er denn? Ah, ist noch so weit weg. Six ist clear. Also man kann auch, wenn man das checkt, irgendwie ein bisschen kurzfristig ein bisschen steigen, dann kann man sozusagen die Low Six checken, aber da ich auch keinen Motor höre, ist da niemand hinter mir dran. Das ist aber einfach nur so aus Vorsichtsmaßnahme. Anscheinend starten unsere Leute nicht von hier unten. Aber ich jetzt. Die starten sinnigerweise alle von oben. Kann hier gleich zurückfliegen. So, ich hole mir gleich wieder, ich fliege gleich wieder los mit ein paar Bomben. Die ich, keine Ahnung, es gibt irgendwie so ein April Fools Achievement, den man bekommen kann, wenn man Gegner mit Bomben killt. Das habe ich irgendwie versucht, das ist ziemlich schwierig. Es geht aber, wenn man zum Beispiel Bomber fliegt, große Bomben an Bord hat, dann habe ich schon einen gekillt, der mir hinterher, also eine Messerschmidt, die mir hinterher geflogen ist. Ich bin sehr, sehr tief geflogen, habe die Bomben auf 3 Sekunden Verzögerung gestellt, die Dinger rausgeschmissen und dann sind sie explodiert und haben die Messerschmidt zwar nicht gekillt, aber übel zugerichtet und das Ding ist dann später abgeschmiert. Das war irgendwie amüsant. Fand ich gut. Und das war ein Tipp, den mir einer meiner Freunde hier gegeben hat, dass das funktionieren soll. Ich habe gesagt, es funktioniert nie und es funktioniert. 3 Sekunden Verzögerung ist irgendwie eine Sache, die man einstellen kann. Ein bisschen Glück gehört dazu, aber man muss das ein bisschen überlegen, irgendwie auf welchem Level man das spielt und wie schnell die Jäger sind. Dann muss man ausrechnen, wie viel Meter pro Sekunde die zurücklegen können und 3 Sekunden sind für gewisse Sachen eigentlich ganz okay. So, diesmal kann ich einen Landeanflug machen mit einem fast heilen Flugzeug. Und warum ist das eigentlich überhaupt gelb? Habe ich was abgekriegt? Ja, von der Stuka, ne? So, ich hunger den mal ein bisschen aus. Das sind 200 Stundenmeter. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. 200 ist zu viel. 180. Boah, das ist schon mehr. Now we are talking, wie man die im Englischen so schön sagt. Ich gebe ihn jetzt aber ein bisschen, na, 178. 240 Schmitte ab. Das heißt, ich kann ihn eigentlich noch weiter fallen lassen. Das geht ganz locker und das wird irgendwie. Wenn ich nicht total missbaue, eine traumhafte Landung. Richtig? Naja. Bisschen gebounced. Zu schnell. Hahaha! Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Das ist ein Fliegerdenkmal. Und das ist etwas, was passiert, wenn man nicht aufpasst und mehr redet als fliegt. Naja, muss ich mitleben. So, ich nulle den Headtracker nochmal. Das macht aber nichts. Ist nichts weiter passiert. Keinen weiteren Schaden. Einfach nur auf dem Dach aufs Dach gestellt. Hübsch. Das war Absicht. Alles in Ordnung. So, starten wir wieder. Ich muss mal zur Tastatur gucken, dass ich auf die richtige Taste drücke. Ja. Was haben wir denn? Wir hatten eben. Ah, guck mal da oben. Da oben sind Fahrzeuge. Das ist eine Mission. Ah, das
das ignorieren bestimmt alle Leute. Und diese Mission heißt, dass die wollen irgendwie Munition an die Front bringen oder weißer Himmel. Und das macht, da kümmern wir uns mal drum. Boah, das wird wahrscheinlich ein ziemlich langes Video, habe ich das Gefühl. Genau, da oben ist es. Take care of your objective. Time's running out. Ja, ja. Ich habe auf Englisch geschaltet, nicht nur wegen der Hilfefunktion, die so besser zu bekommen sind, sondern ich habe auf Englisch geschaltet auch, weil die deutsche Stimme irgendwie von wegen, irgendwie, wenn du das nicht schaffst, wird der Feind gewinnen. Das hat mich ein bisschen genervt und das Englische ist nicht ganz so aufdringlich. Und deswegen habe ich auf Englisch geschaltet. Russisch ist auch nett, aber da kann ich nichts mehr sehen am Menü und nichts mehr verstehen. Und Englisch kann ich zumindest verstehen und die Stimme ist angenehmer. Ah, guck mal, da ist irgendwie, da hat irgendwann gesagt, dass irgendwas ganz, ganz Schlimmes dort ist. Ja. Guck mal, da ist irgendwie was los. Gucken wir mal. So, ich habe auf den letzten Videos erzählt, also dass ein paar Sachen, dass ich ein paar Sachen gemacht habe. Also unter anderem irgendwie habe ich das so eingestellt, dass man hier nochmal zielen kann. Das ist aber jetzt nicht perfekt. Das heißt, das Zielen geht jetzt gerade nicht, weil ich bin zu hoch. Ansonsten würde das funktionieren. Aber man kann praktisch mit dem Verschieben über den Kopf kann man das so einstellen, dass man praktisch ohne Zielrohr guckt, wenn man das sozusagen nicht will, das Zielrohr kann man, dass den Kopf auch so einstellen, dass er permanent über das über Kim und Korn geht und dann kann man das ignorieren. Das heißt, wenn ihr ein Problem damit habt, kein Problem. So, und das ist ein langer Weg für einen Doppeldecker, den ich jetzt gehe. Ja, sehr langer Weg. Ich oben noch ankommen werde. Was hatte ich eben noch gesagt? Ich habe über das Trimmen gesprochen und man kann diese Maschinen ja jetzt nicht mehr trimmen, deswegen muss man sie vorher trimmen im Testflug. Das habe ich gemacht mit dieser Maschine. Aber wie ihr seht, muss ich trotzdem, ihr seht, der Joystick ist immer ein bisschen am Bewegen. Ich muss ihn, er läuft nicht automatisch rum, habe ich ihn so gemacht, dass er leicht abfällt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich, wenn ich das zu sehr hochziehe, er nicht mehr negative Gs ziehen kann. Das heißt, ich kann nicht mehr vernünftig drücken. Und deswegen habe ich das weggenommen und er fällt jetzt zwar ein bisschen, aber das ist ein Kompromiss, der für mich jetzt akzeptabel ist. Naja, hier ist nichts los, wir sind irgendwie ganz friedlich und alles ist in Ordnung. Und wie sieht es aus? Da ist die Map. Das. Oh! Oh, wir haben richtig Besuch auf der gegnerischen Seite, aber so richtig. Was ist denn da passiert? Das ist jetzt alles ziemlich voll, würde ich sagen. Und ich schaffe diese komische Kalonne nicht mehr abzufangen, ich sehe das schon, weil ich da nicht mehr rechtzeitig hinkomme. Okay, dann eben Bombe auf Target. Mal einen Weg. Ja, die verschwinden da vorne alle. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie an der Grenze angekommen sind, ihr seht ja oben bei, ich rede von C5, ne? Nochmal, C5. Da ist ein kleines Wegelchen, das ist eine Kolonne. Die kann man irgendwie abknallen. Wenn man die gesamte Kolonne vernichtet, kriegt man massig Punkte. Überhaupt gibt es für Ground Targets normalerweise gut Punkte und auch gut Geld. Und zwar nicht unbedingt auf Level 1, wo ich jetzt gerade spiele, aber normalerweise schon. Oh, guck mal da oben. Was ist das denn für einer? Wo kommt der denn her? Ist das ein feindlicher Bomber? Nee, dann würde er
würde er. Ach, der hat unser Airfeld hier bombardiert, glaube ich, ne? Die Frage lautet, ist das wieder Stalingrad, über das ich rüberfliege? Ich glaube, das lassen wir sein. Wir fliegen um Stalingrad rum. Also falls ihr euch jetzt hier irgendwie darum wundert, warum ich jetzt hier Fluss hochfliege. Der Fluss ist weniger mit AAA belastet. Und ja, da müssen sich die Grünen eigentlich mal drum kümmern. Dass sie irgendwie ein bisschen was machen gegen die AAA-Belastung hier. Das ist irgendwie wirklich sehr, sehr ärgerlich. Six is clear. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das vielleicht doch ein Jäger war oder so. Der dürfte mich aber nicht sehen. Oh, 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 oh. Das ist ja irgendwas. Nee, das ist. Was ist das denn gewesen? Ist das wieder ein Selbstmord gewesen? Oh, es war wieder ein Selbstmord. Ja, das war ein Selbstmord. Ja, das ist jetzt. Deutscher halt. Ja, würde ich auch machen, wenn ich feststellen würde, dass die Russen mich mit lauter Scheißmaschinen irgendwie zusammenschießen ohne Ende. Dann würde ich auch Selbstmord begehen, vielleicht irgendwie so aus Scham oder irgendwie so ein Ehrenkodex. Keine Ahnung. Andererseits könnten sie aber auch kommen. Versuchen davon abzuhalten, dass ich ihre Base bombardiere. Ich bin nicht wirklich schwer zu finden und es ist nicht wirklich schwer, irgendwie zu sehen, dass ich das vorhabe. Weil, naja, gut, okay, keine AAA. Weil ich die umfliege. Da ist irgendwo Flak. Könnte auch gleich an uns schießen, aber ich bin sehr tief und deswegen lässt sie es sein. Das ist irgendwie einer von den kleinen Tipps, die ich geben kann. Tief fliegen ist schlecht, weil irgendwie man so einen niedrigen Energiezustand hat. Also es ist nicht unbedingt die Weisheit letzter Schluss, wie man es ja schon sagt. Aber in Stalingrad hat es eben einen taktischen Vorteil, dass du keine überall sichtbare Kondensplane hinter dir herziehst. Und damit hast du vielleicht mal den Überraschungsvorteil und du kommst vielleicht mal weg. Kommst hin und kommst weg. Allerdings, wenn du vor Ort bist, kannst du nicht viel machen. Das ist das Problem. Aber die meisten Leute sind in der Nähe vom Boden. Oder nur knapp drüber, also 500 Meter. Zumindest irgendwie auf den in den Einzelleveln hier. Und deswegen die Musik spielt hier und nicht bei 5000 Meter in der Höhe, da wo wir eben die Kondensstreifen gesehen haben. Naja, 5000, die waren wahrscheinlich so 3000 oder so. Da findet aber nichts statt. Das heißt, ihr könnt da gerne hochfliegen und damit sind die Deutschen mit ihren Höhenjägern natürlich irgendwie total im Vorteil da oben. Das ist auch total toll, dass sie es können, bloß da oben ist keiner. Also wer von euch Messerschmitt fliegt oder sowas und sagt so, oh ja, Messerschmitt ist total toll. Ja, schön, da oben ist nichts. Und die Messerschmitt auf diesem Niveau ist auf jeden Fall zu klein. Ob das irgendwo eine Triple A. Können wir auf dem Rückweg, können wir mal gucken, wo die ist und dann können wir sie nochmal mitnehmen oder so. Und da ist auch noch eine irgendwo. Also manchmal macht das da. Vorne. Beim Wald, ne? Okay. Gucken wir mal. So, erstmal schmeißen wir die blöden Bomben ab. Weil irgendwie die AAA, die kriegt man normalerweise auch mit der MG zerlegt. Der Vorteil ist, wenn man das hier macht, kein Mensch weiß, dass wir hier sind. Okay, hier ist die gegnerische Base, das heißt, hier sind normalerweise Flugzeuge, die irgendwie durch die Gegend gurken, eiern, aber irgendwie momentan nicht so sehr. Hier sind noch die. Hier ist eine Pillbox, wo? Okay, von der. Da ist auch irgendwo was. Aber nicht immer noch 6. Doch! Oh, 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 oh. Die Scheiße raus und mal weg. So, wollen wir mal gucken, wo der ist. Da ist er. Das ist die Messerschmitt. Nee, das ist irgendwas Schweres. Ah, nein, 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 nein. Ich hatte eben schon irgendwas eben gesagt von wegen Manöverkill. Na! Ich hasse das. Ja, ich habe zumindest keinen Manöverkill abgegeben. Ich habe mich richtig killen lassen. Das war super. Und
So, fliegen wir weiter. Jetzt haben wir hier, sehen wir, Spawn 28, das ist jämmerlich. Ist jämmerlich. 4 Minuten Sperre für dieses Flugzeug. Ich könnte eine I-16 fliegen. Die ist auch gesperrt. Ich kann diese fliegen, habe ich nicht. Habe ich nicht. Muss 3 Minuten, 4 Minuten warten. Okay. Jo. Kann ich auch rausgehen und kann rübergehen in die EC2. Ready to flight? Wo habe ich denn Cruise ready to flight? Habe ich nicht. Okay. Return to Hangar. Da muss ich warten. Warten ist eine Sache, die ich nicht mache. So, ich breche jetzt diese Aufzeichnung hier ab und mache eine neue Aufzeichnung für die EC2. Oh, hier könnt ihr nochmal den Score sehen. War nicht so richtig doll. Ja, ich habe zweimal getroffen. Okay, toll. War nicht so super. Also gut. Nächste Enduring Confrontation vielleicht besser. Aber das ist nochmal das Leben eines Anfängers. Das ist Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da müsst ihr dann auch durch, wenn ihr das Spiel spielt. Das ist eben, auch wenn eben die anderen Gegner waren durchaus killbar für mich, aber ich hatte Pech. Es hat einfach nicht geklappt. Und dieses komische Zielrohr, das ist gewöhnungsbedürftig, sage ich mir im besten Fall. Gut, dann nächstes Encounter.